Ich habe auf einem eigenen Weg ein Interesse für Kunst entwickelt und habe gemerkt, ich will unbedingt mit Kunst arbeiten. Und dann habe ich irgendwie überlegt, was ich machen kann. Konnte selber kein Künstler sein, weil ich irgendwie hatte nicht das Potenzial, wollte aber dann immerhin Sachen mit auf den Weg bringen. Und so nahm das dann seinen Lauf. Also den Tu Greenford habe ich kennengelernt, das war 2001. Und zwar waren wir in Essen mit einem anderen befreundeten Künstler, mit dem Jeppe Hein, den ich eben auch vertrete, auch ein Däne. Und er hat dem Tu gesagt, geh mal zu Sixt und hol ihm den dicksten Mercedes, den es gibt. Hol mal eine S-Klasse. Und die hatten aber keine S-Klasse, hatten aber eine A-Klasse. Und der Tu dachte, das A, natürlich weil es noch weiter vorne im Alphabet steht, noch das sehr viel größere Auto ist. Und kam dann mit der A-Klasse vorgefahren. Also das zeigt so ein bisschen, dass der Tu, was das für ein Typ ist. Also der ist so ein bisschen, lebt so ein bisschen in seiner eigenen Welt. In der Aula hat er einen White Cube aufgestellt und hat dann die Kuratoren eingeladen, sich den Ausstellungsraum anzugucken. Und kaum waren die drin, hat er diese Tür geschlossen. Und hat eben wie ein Experimentaufbau beobachtet, wie die sich in dieser Situation verhalten. Feuer! Die klettern nämlich dann da raus. Das, was sozusagen dann am Ende in der Ausstellung geblieben ist, ist nur der Fleck an der Wand, den man sieht vom Räuberleiter hochklettern und rausspringen. Was ich an Tours Arbeit schätze, ist, dass der immer einen richtigen Ansatz findet, aber trotzdem damit gleichzeitig eine gewisse humoristische Kritik am System äußert. Er bedient sich der Strukturen des Systems, um eine Erweiterung zu schaffen. So fing dann an, dass wir ein Gespräch aufgenommen haben, uns mehrfach getroffen haben. Ich hatte noch gar nicht den Plan, die Galerie aufzumachen. Aber im Prinzip ist Tour so einer der ersten Künstler, die ich immer wieder verfolgt habe und von Anfang an vertreten habe. Je stärker man sozusagen von der eigenen Arbeit überzeugt ist, desto erfolgreicher kann man sie auch vermitteln. Und ab dem Punkt habe ich eigentlich dann nur noch Sachen gemacht, die ich irgendwie besonders interessant fand und wo ich auch das Gefühl habe oder der Meinung bin, dass sie eine Ergänzung zur Diskussion im Allgemeinen in der Kunst und zur Kunstgeschichte dann im besten Fall hoffentlich beitragen können. Und das beinhaltet eben dann auch sehr schwierige Positionen wie den Tu Greenford oder auch andere, die eben hart zu sammeln sind. Zum Teil kann man es gar nicht konservieren oder es ist zu kompliziert zu installieren oder so. Also ich habe vorhin die Geschichte mit der A-Klasse erzählt. Oh nein, Johann. Wie peinlich. Wieso, das ist doch gut, dass du den Unterschied zwischen A- und S-Klasse nicht kennst. Ja, dann kleine Dänen dann nach Deutschland kommen und nicht die Mercedes-Klassen auskennen. Ne? Weil die Dänenwagen sind Autos so dermaßen teuer. Naja, ja, die sind viel teuer. Ja. Ja. Wir haben uns kennengelernt an der Städelschule. Ich habe den Film auch schon gezeigt, den du gemacht hast damals. Ja. Ja, in diesem Zeitraum. Genau. Ja, ich habe so mehr Arbeiten in Frankfurt gemacht und da haben wir uns sozusagen kennengelernt. Ja. Und ja, und dann hast du gesagt, ja, irgendwann mache ich eine Galerie. Ja? Und dann war das dann 3 Monate später, hattest du eine Galerie gemacht. Obwohl ich dann fast mit einer anderen Galerie zusammengearbeitet habe und so. Deshalb war ich schnell. Ja. Genau. Ja, und da so hat es eigentlich angefangen. Genau.